Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir beschäftigen uns in diesem Video mit dem sogenannten Diamond Problem in C++. Und das tritt eben genau dann auf, wenn wir Mehrfachvererbung einsetzen möchten und dann folgende Konstellation hinbekommen. Wir haben eine Subklasse D, die leitet wiederum von zwei Klassen B und C ab. Und auch diese Klassen B und C haben dann wiederum eine gemeinsame Basisklasse. Und in dieser ist eben eine Methode definiert. Das schauen wir uns mal an, wie das Ganze sich im Code äußern kann. Ich werde jetzt hier eben tatsächlich mal eine Methode foo in A lassen. Und wir lassen jetzt hier B komplett leer und auch C komplett leer. So wie wir das eben gerade gesehen haben. Also es ist nicht wichtig, dass hier sozusagen... irgendwelche Member in diesen Klassen enthalten sind und wir fügen jetzt noch eine Klasse D dazu und die leitet wiederum eben von B und von C ab. So, und wenn wir jetzt uns das genauer anschauen und hier jetzt mal eine Instanz von D erstellen und jetzt darauf versuchen, U aufzurufen, dann könnte man ja meinen, mit dem Wissen, was wir uns aus dem vorherigen Video angeeignet haben, ja, foo ist doch bloß einmal vorhanden. Warum kann ich das jetzt hier nicht ohne Probleme aufrufen? Das liegt daran, dass beim Ableiten ja der Codebereich von A direkt in B mit übernommen wird. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Aber wenn wir hier sozusagen von B und C ableiten, ist foo zweimal in dieser Klasse D im Codebereich enthalten, sozusagen. Einmal eben, weil es von B kommt, einmal von C. Ich werde gleich noch genauer skizzieren, was es damit auf sich hat. Aber wenn man jetzt eben meint, okay, ich rufe jetzt eben foo auf, indem ich hier den Scope Resolution Identifier mit A benutze, auch das geht wiederum nicht. Ja, wie eben schon erwähnt, A ist im Codebereich, also die Funktion foo von A ist in D letztendlich zweimal enthalten. Warum? Weil es eben einmal Teil von B ist und einmal Teil von C. Was wir aber machen können, um tatsächlich dann Aufrufe, die korrekt sind, zu machen, wir können eben sagen, wir möchten foo über B ansteuern oder eben über C. Genau dann funktioniert das Ganze und wir bekommen, wie wir hier eben sehen, keinen Fehler, wenn wir hier den Scope Resolution Operator in dieser Beziehung hier einsetzen. Es ist halt natürlich nicht wirklich intuitiv, dass es mit A nicht funktioniert, aber wir werden uns jetzt eben mal mit dem Code-Teil etwas genauer beschäftigen. Wir haben ja gesagt, ganz, ganz grob ist unser Speicher, den wir für unseren Prozess nutzen, in den sogenannten Stack, in den sogenannten Heap und den sogenannten Code-Teil aufgeteilt. Und wir haben uns eigentlich hauptsächlich mit Stack und Heap bis jetzt in unseren Überlegungen beschäftigt, aber nie wirklich mit dem Code-Teil hier oben. Und genau der spielt eben jetzt eine Rolle, wenn wir uns die Code-Struktur dieser Klasse D etwas genauer ansehen. Ja, und damit fange ich einfach mal an. Wir haben eben im Code-Teil hier letztendlich, wenn wir die Klasse A anschauen, da haben wir eine Methode foo drin. Die können wir eben aufrufen. Wenn wir uns B anschauen, B ist ja eben Teil von B leitet von A ab, hat selber keine Members. Deswegen füge ich hier jetzt einfach innerhalb dieses Code-Teils von B eben die Members von A ein. Davon leiten wir ja ab. Das heißt, wir haben hier wiederum eine Methode foo. Hier würde man dann eben noch die B-Members mit aufführen. Aber prinzipiell ist es eben so, dass im Code-Teil grundsätzlich erstmal
die der abgeleiteten Klassen kommen, und zwar in genau der Reihenfolge, wie man eben ableitet, und dann die Members von der Klasse selbst. Ja, und genauso ähnlich sieht es dann natürlich auch für C aus. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Klasse C machen, dann haben wir hier eben erst die Members von A, und das ist eben die Methode foo. Und hier würden die Members von C folgen, aber wir haben ja in diesem Fall keine in dieser Klasse stehen, wie wir hier an der Seite sehen. Genau, und genau das gleiche wird jetzt eben auch für D gemacht. Und hier mache ich mal ein bisschen mehr Platz. Das heißt, wir fügen erstmal alle Members von B auf. Davon leiten wir als erstes ab. Das heißt, ich mache hier einen Bereich für B. Und B wiederum sieht ja selber so aus, dass wir hier eben A haben. Ich mache das jetzt mal so. Das heißt, wir haben hier eine Methode foo, die eben jetzt von B sozusagen für uns vererbt wurde. Wenn wir uns C anschauen, das mache ich jetzt mal so, auch hier haben wir jetzt eben einen Bereich, da ist eben A drin, und so kriegen wir eben jetzt mit, dass wir hier zweimal, indem wir von B und C ableiten, eben zweimal die Members von A mit reinbekommen. Ja, also es ist wirklich bloß, ich nehme mir das, was hier drin ist, und schiebe es hier rüber. Entschuldigung, so rum. Und ich nehme mir das, was in B drin steht, so wie der Bereich eben ausschaut, und schiebe es hier rüber. Das ist wirklich bloß, kann man sich ähnlich wie einen Kopiervorgang vorstellen, wie eben der Compiler dann die Code-Struktur einer Klasse aufbaut. Und es gibt eine Möglichkeit, wie wir eben jetzt eine Struktur hinbekommen, die letztendlich für D so ausschaut, dass wir eben einmal die Members von A haben, Entschuldigung, einmal die Members von B und dann die Members von C, dann folgen die von A, und zwar genau einmal, und dann kommen eben die Members, die für D eigen sind. Das kann man hinbekommen, und das geht eben über die sogenannte virtuelle Vererbung. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir können sagen, in diesem Fall, dass wir hier virtuell von A ableiten. Bei diesen Klassen B und C. Das hat für die Klassen selber jetzt erstmal gar keine Auswirkung. Aber das hat dann wiederum auf D Auswirkungen, wenn diese eben von B und C hier ableiten. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ganze jetzt aussieht. Wir sehen jetzt hier, haben wir keine Compiler-Fehler mehr. Wir können jetzt hier einfach foo aufrufen, ohne dass das ein Problem wird. Warum? Weil, wie eben gerade schon skizziert, wir haben hier jetzt eben die Möglichkeit, Entschuldigung, nur mal kurz. Hier nochmal durchschauen. So, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Also D. Wir haben dann eben die Members von C. Entschuldigung, von B. Und die von A. Und dann, jetzt habe ich ja wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also nochmal, hier haben wir eben die von B, C, die von A und dann letztendlich eben die von D selbst. Und der Punkt von dieser virtuellen Ableitung ist eben, dass sich B und C eben die Members von A teilen müssen. Das wird eigentlich letztendlich durch dieses Virtual ausgesagt, und das hat aber noch eine ganz besondere Bewandtnis auf sich. Wenn wir uns D ohne virtuelle Vererbung vorstellen würden, dann hätten wir ja, wie gerade gezeigt, eben hier
B und da sind eben die A-Members drin. Und das Identische haben wir hier für C. Auch hier sind ja die A-Members enthalten. Und hier unten eben die von D. Die Funktionen dieser Klasse. Wenn wir hier eben jetzt den Konstruktor aufrufen, dann würde eben der Konstruktor von A aufgerufen, zweimal. Dann der von B, dann der von C und letztendlich der von D. Das ist jetzt eben hier Konstruktoraufrufe. Wenn wir virtuelle Vererbung einsetzen, dann geht das andersrum. Wir haben erst den von B, dann den von C, dann den von A und dann den von D. Also, wenn wir das hier, das ist eben der, Entschuldigung, das war falsch. Der hier wird das erste, das hier ist der zweite, dann haben wir hier den dritten Konstruktor, das ist der vierte Konstruktor, der in dieser Verkettung aufgerufen wird und letztendlich der eben von der Subklasse D. Und hier ist eben die Reihenfolge komplett anders. Wir haben hier den ersten Aufruf, den zweiten Aufruf, hier ist der dritte und das hier ist eben letztendlich der vierte Aufruf in dieser Konstruktorverkettung, wenn wir ein Objekt von D erstellen. Und der Punkt, der jetzt eben übrig bleibt, ist B und C können nicht sicher sein, dass die Members von A initialisiert sind, wenn sie hier eben ihren Konstruktor ausführen. Also man kann sozusagen noch nicht auf die Members von A, die eben die Felder beispielsweise manipulieren, die in Klasse A enthalten sind, dass man diese in B und C macht. Also passen Sie sozusagen auf, wenn Sie virtuelle Vererbung einsetzen, was Sie in diesen Zwischenschichtklassen, hier ebenfalls B und C, im Konstruktor machen. Warum? Weil Sie einfach nicht sicher sein können, dass das, was von der Basisklasse kommt, schon initialisiert ist. Genau deswegen haben wir ja eigentlich diese Konstruktorverkettung, dass erst der Konstruktor der Basisklasse und dann der abgeleiteten Klassen in der Vererbungshierarchie, wenn wir einfache Vererbungen einsetzen, eben aufgerufen werden. Genau, das ist eben jetzt der Punkt zur virtuellen Vererbung. Wir haben eben gesehen, damit durch dieses Virtual-Schlüsselwort können wir die Struktur der Klasse im Code ändern, aber wir müssen dann eben aufpassen, was wir in den Konstruktoren dieser Klassen machen. Und auch hier wiederum, wenn es nicht unbedingt sein muss, lassen Sie auch hier von solchen Konstrukten wie diesem Diamanten, wie wir es hier eben sehen, im Skript, lassen Sie von diesen Strukturen die Finger davon, wenn Sie es nicht brauchen. Es verkompliziert Ihren Code nur unnötig. Eventuell müssen Sie eben virtuelle Vererbung einsetzen. Wenn Sie gerade nicht die Situation haben, wo Sie auf anderer Seite bei der Verwendung dieses Mechanismus einen deutlichen Benefit bekommen, dann würde ich Ihnen einfach raten, machen Sie es nicht. Sie müssen aber zumindest gedanklich sich darauf vorbereiten, dass wenn Sie ein solches Konstrukt in C++ erstellen, dass dann die Members von A letztendlich im Code zweimal vorhanden sind für D. Einmal über die Basisklasse B und einmal über die Basisklasse C. Und damit sind wir am Ende für diesen Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!